Schule im Jahr 2050. Es war einmal im Jahr 2050, in einem Land, in dem der Deutschunterricht eine magische Wandlung erfahren hatte. Die Schülerinnen und Schüler tauchten nicht mehr nur in die Seiten von Büchern ein, sondern auch in virtuelle Welten voller deutscher Wörter und Sätze. Mit Hilfe von zauberhaften Technologien konnten sie sich in virtuellen Klassenzimmern mit Lehrkräften aus aller Welt verbinden und ihre Sprachkenntnisse auf magische Weise verbessern. Die Schülerinnen und Schüler wurden von Programmen begleitet, die auf künstlicher Intelligenz basierten, ihre Lernfortschritte verfolgten und ihnen personalisierte Lernmaterialien anboten. In den virtuellen deutschen Städten konnten sie sich wie echte Zauberer fühlen, während sie ihre kommunikativen Fähigkeiten trainierten und sich auf die globalisierte Welt vorbereiteten. Projektbasiertes Lernen wurde zu einem Abenteuer, bei dem die Schülerinnen und Schüler in Gruppen zusammenarbeiteten, um magische Aufgaben zu lösen. Sie lernten nicht nur die Sprache, sondern auch die kulturellen Geheimnisse und Schätze der deutschen Kultur kennen, um ein ganzheitliches Verständnis zu erlangen. In einem fernen Land, das von technologischen Wundern und künstlicher Intelligenz geprägt war, lebte ein kluger Sprachlehrer namens Herr Müller. Sein Unterricht im Jahr 2050 war wie kein anderer, denn er nutzte digitale Technologien und virtuelle Klassenzimmer, um seinen Schülern die deutsche Sprache auf eine faszinierende und interaktive Weise beizubringen. Die Schülerinnen und Schüler, die an Herrn Müllers Unterricht teilnahmen, waren begeistert von den Möglichkeiten, die sich ihnen boten. Sie arbeiteten mit intelligenten Lernplattformen zusammen, die ihre individuellen Lernbedürfnisse erkannten und entsprechende Lernwege anboten. Virtuelle Sprachtandems ermöglichten es ihnen, mit Kindern aus anderen Ländern zu kommunizieren und so ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Doch nicht nur die technologischen Aspekte machten Herrn Müllers Unterricht so einzigartig. Er integrierte auch Themen wie kulturelle Vielfalt, Globalisierung und Digitalisierung in den Lehrplan, um seinen Schülern ein ganzheitliches Verständnis der deutschen Sprache und Kultur zu vermitteln. So wurde der Deutschunterricht im Jahr 2050 zu einem Erlebnis voller Innovation und Interaktion. Die Schülerinnen und Schüler erlebten unter der Anleitung von Herrn Müller spannende Abenteuer, lernten nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch wichtige Lebenslektionen über Zusammenarbeit, kulturellen Austausch und ihre Bedeutung in einer globalisierten Welt. Ihr Unterricht war wie ein Märchen, das sie auf eine märchenhafte Reise durch die Welt der deutschen Sprache und Kultur führte, und sie lebten sprachgewandt bis ans Ende ihrer Tage.